ihr könnt euch entscheiden, ob ihr das glaubt. In der Bibel steht, wer mich von ganzem Herzen liebt, vor dem werde ich mich wenden lassen. Wenn du wirklich Gott finden willst, suche ihn. Gott ist nicht tot, er kann antworten. Er hat gesagt, ich, der es oben gemacht habe, sollte ich nicht hören. Ich, der es den Mund gegeben habe, den Menschen, sollte ich nicht sprechen. Er spricht, er hört und er handelt. Prüfe, ob Jesus Gott ist. Prüf ihn, mein Lieber. Prüf es. Prüf es. Prüf es selber. Ihr könnt weiter euren Weg gehen, ihr könnt es ablehnen. Es ist deine Sache, es ist dein Leben. Aber ich sag's euch, prüfe es. Prüfe, ob ich die Wahrheit sage. Ihr werdet es erkennen, weil er wird euch antworten. Jesus lebt. Du Lieber, Jesus lebt. Hast du das gewusst? Und dass du für deine Sünde gestorben, weißt du das? Islamhass ist eine gefährliche Krankheit. Fortgeschrittener Islamhass ist eine nicht leicht zu nehmende psychische Erkrankung. Sie zeichnet sich durch Störungen im Verhalten und in der Wahrnehmung aus. Typische Symptome sind Verbitterung, Rücksichtslosigkeit und Größenwahn. Tatsächlich gibt es sogar auch Frauen in diesem Personenkreis, die an einer starken Wahnwahrnehmung leiden. So haben sie nichts Besseres zu tun, als an jeder islamischen Kundgebung teilzunehmen. Um sich dann anschließend bitterböse zu beschweren, dass sie angeblich nicht bei den Männern stehen durften und die Stimmung so gereizt sei. Tatsächlich können Personen, die an Islamhass erkrankt sind, die Wirklichkeit oft nicht mehr klar erkennen. Sie sind meist nicht mehr in der Lage, Lüge von Wahrheit zu unterscheiden. Ich glaube an das Wort Gottes, ich glaube an Jesus Christus, mein persönlicher Erlöser. Und ich möchte darauf hinweisen, dass der Islam nicht nur eine Religion ist. Der Islam strebt auch nach Weltherrschaft. Ermordet werden, weil sie den Islam verlassen. Massenmörder, ein Sadist, die Frauen müssen noch die Burka tragen. Sie haben keine Freiheiten, sie haben keine freie Wahl der Religion. Wenn Sie eines der genannten Symptome an sich oder an jemandem aus Ihrem näheren Umfeld erkennen,
Dann suchen Sie schnellstmöglich einen Psychiater auf, denn Islamhass ist eine gefährliche Krankheit. Sie macht blind und verbittert. Du bist krank, 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 krank. Weißt du, dass es böse Geister, weißt du nicht? Nee, wusste ich leider nicht.